kreativer Bullshit ist einfach nur so ein Blabla. Ey, wie viele Marketing-Experten es da draußen gibt, 6-mal teurer als einen bestehenden Kunden dazu zu bringen, nochmal zu kaufen. Wo ist denn der Chef? Hier wieder. Ah, hier ist doch jemand, oder? Pascal? Ne, hier ist keiner. Wo bist du denn? Wo? Hast du Pascal gesehen? Auch nicht? Ey, das gibt's doch nicht. Ey, wo bist du denn? Ich höre ihn doch, das gibt's doch nicht. Ist der Pascal irgendwo hier? Sorry. Ja, wir wollen ein Video drehen, Pascal. Wo? Es ist so heiß. Es ist so heiß, aber hier. Das ist doch nicht dein Ernst, ey. Hier ist schön kühl. Man sieht dich gar nicht, komm mal da raus, ey. Was machst du? Wir wollen hier ein schönes, kühles, kurz Light reintanken. Ja, aber wir wollen noch ein Video trinken. Video trinken, komm. Ich sag schon Video trinken. Wir wollen noch ein Video drehen. Ja, okay. Meinst komm. Du, komm ich nicht raus, hast du nochmal, ne? Du kommst gar nicht raus. Die Leute wollen Wissen haben jetzt von dir. Let's go, okay, komm. Machen wir das? Ja, komm, für euch. Oh, sehr gut, perfekt. Dann lass mal hoch. Zieh ich mir danach rein, ja. Bitte? Zieh ich mir das danach rein. Okay, machen wir so. Stellt perfekt. Im Shop. Junge. Hier oben hört man sich so aus wie unten, ne? Ne, hier oben ist wärmer. Wärmer, ja. Aber weißt du was? Wir sprechen jetzt über Marketing. Okay. Marketing. Und zwar, wie du Marketing verkackst. Also nicht wie es geht, sondern wie du verkackst. Ja. Ja. Mal, wir drehen es mal um. Wir sprechen jetzt über 5 Wege, wie du in deinem Marketing scheiterst. Ich bin gespannt. So, auch hier jetzt direkt wieder ran an die Braut. 5 Wege in deinem Marketing zu versagen. Ich werde das jetzt wirklich runterknallen, weil ich bei dem Thema regelrecht sauer werden könnte. Nicht wirklich, aber so ein paar Sachen, die sind wirklich so, wo ich denke, ah, Freunde. Nummer 1. Im Marketing hat das echt nichts zu suchen. Und zwar, Achtung, kreativer Bullshit. Kreativer Bullshit im Marketing, was meine ich eigentlich damit? Kennt ihr das so, ihr fahrt manchmal hinter einem Bus her, ich habe das ganz oft bei so Stadtwerke-Bussen, weißt du, ich fahre da hinterher und da ist hinten drauf Werbung. Von, keine Ahnung, irgendeinem Sanitärdienst, irgendeinem Handwerkerbetrieb oder von was auch immer aus der Region. Und die haben sich halt echt überlegt, boah, was schreiben wir auf diesen Bus drauf, jetzt haben wir hier eine Plakatwand, irgendwie sowas, was schreiben wir da drauf? Und dann war da irgendeine Firma, der hat sich einen Reim ausgedacht, weißt du, der hat was gereimt. Irgendeinen Satz, der sich reimt, so. Es reimt sich halt. Es ist zwar kacke, aber es reimt sich. Aber die Leute denken, ey, das ist ja kreativ jetzt. Das nehmen wir. Das ist ja super. Das ist ja, darüber werden wir aber jetzt Kunden gewinnen. Also, das meine ich mit kreativer Bullshit, ja. Das ist alles, kreativer Bullshit ist alles, was nicht direkt mit Zahlen zu tun hat. Was nicht direkt mit deinen KPIs zu tun hat. KPIs sind Key Performance Indikatoren, also die Schlüsselfaktoren, die darauf einzahlen, dass du mehr Kunden kriegst, dass du mehr Abschlüsse hast, dass du noch mehr einen Umsatz pro Kauf hast, keine Ahnung was. Die ganzen essentiellen Zahlen, die deinen Umsatz und deine Bottomline, also deinen Profit, deinen Gewinn, weil nichts anderes geht zum Unternehmertum, bestimmen. Und kreativer Bullshit ist einfach nur so ein Blabla. Ey, wie viele Marketing-Experten es da draußen gibt, die mich vollsülzen, manchmal auf Veranstaltungen, wo ich denke so, aha, ich versuche mir wirklich Mühe zu geben, herauszufinden, was die Relevanz für mich sein könnte, aber sie ist nicht da, weil die einfach nur Kacke reden. Und da gibt es im Marketing leider sehr viele von. Und auch Unternehmerinnen und Unternehmer gibt es ganz viele, die es nicht verstanden haben. Die nicht verstanden haben, was Marketing ist, sondern denken, boah ja, kreativ, ich kann so gut reimen, mir fällt immer was Lustiges ein. Ich bin Marketing-Genie. Nee, das ist scheiße, hat da nichts zu suchen. Gehe ich gleich noch ein bisschen detailliert drauf ein. Ja? Aber das ist Nummer 1, kreativer Bullshit. Nummer 2 hat, der dich wirklich dahin bringt, dass Marketing versagt, deine Zahlen nicht zu kennen. Deine Zahlen nicht zu kennen. Weil ganz ehrlich, wenn du deine Zahlen nicht kennst, dann bist du bald out of business. So sieht es mal aus. Also deine Zahlen nicht zu kennen ist tödlich. Denn guck mal, Marketing ist Mathe. Punkt. Ich war nicht gut in Mathe, aber das ist Gott sei Dank sehr einfaches Mathe, okay? Marketing ist Mathe und Mathe sind Zahlen. Also Marketing gleich Zahlen. Verstehst du? Marketing gleich Mathe, Mathe gleich Zahlen, Marketing gleich Zahlen. So, und wenn du deine Zahlen nicht kennst, nochmal, wirst du im Business scheitern. Welche Zahlen sind es denn? Die mindesten, die du mal kennen solltest, ist das hier, deine Customer Acquisition Cost. Wie teuer ist es, einen Kunden zu gewinnen?
Und dann sagen viele, ja, online kann ich das, offline kann man das ja nicht messen. Bullshit. Freunde, ich hatte 26 Nagelstudios, Kosmetikstudios. Ich wusste, wie teuer es ist, einen Kunden zu gewinnen. Das kann man messen, das kann man rausfinden. Also Customer Acquisition Cost. Dann, Achtung, was der Durchschnittsumsatz pro Kauf sein muss. AOV heißt Average Order Value. Achtung, ich schreibe mal dahinter, was er sein muss. Nicht, was er ist. Was er sein muss. Das ist wieder, hä, wie muss? Der ist oder ist nicht. Was soll er denn müssen? Naja, dein AOV muss auf einem gewissen Level sein, damit du profitabel bist. Das musst du nur kennen. Wie findest du das raus? Kommen wir gleich zu. Also dein AOV, der Durchschnittsumsatz pro Kauf, den musst du auch kennen. Ist eine Zahl. Dann, Achtung, was deine Marge ist, beziehungsweise Achtung, sein muss. Was muss die Marge sein, damit du profitabel bist? Bei uns im Versandhandel für die amerikanischen Lebensmittel haben wir im B2B-Vertrieb eine sehr klare Marge definiert, wo wir sagen, die brauchen wir. Alles darunter machen wir nicht. Dann lehnen wir den Deal ab. Selbst wenn ein Kunde sagt, ja, ich will kaufen bei euch. Wir sagen, nein, wir verkaufen nicht an dich. Können wir uns nicht leisten. Und das ist genau der Punkt. Wir können es uns nicht leisten. Du musst doch wissen, was deine Kosten sind, die mit so einem Kauf verbunden sind. Die werden ja, die müssen irgendwie gedeckt werden. Und die Marge ist das, was am Ende übrig bleibt, damit die nächsten Kosten gedeckt werden können. Vielleicht mal dein Gehalt, das Gehalt aus dem Lager, das Gehalt von keine Ahnung wem. Kosten für X, Kosten für Y. Nicht nur, wie ist die Marge, sondern wie muss sie sein? Weil alles andere wird dich out of business kicken. So ist es nun mal. Und Achtung, das nächste ist, wie oft ein Kunde kauft oder, Achtung, kaufen muss, bis du profitabel bist. Das ist ja auch ganz besonders im E-Commerce oft der Fall, weißt du, da hast du irgendwie, keine Ahnung, wenn du einen Warenkorb hast, durchschnittlich von 80 Euro, 100 Euro oder so, ist ja nett, aber du wirst in der Regel damit nicht wirklich profitabel sein, zumindest nicht beim ersten Kauf. Das muss ja nicht eine schlechte Nachricht sein. Bei Zalando ist es auch so, die geben echt Kohle für Marketing aus. Beim ersten Kauf ist der Kunde in der Regel nicht zwingend profitabel. Ist auch nicht schlimm, weil Zalando schlau ist und weiß, ja gut, aber der wird in seinem Leben noch x-fach dort kaufen. Also bringt er in Summe dennoch so viel Geld und das ist dann wieder profitabel. Aber eben nicht beim Erstkauf, sondern Achtung, bei den nächsten Käufen. Und diese Stellschraube hier kann man ja auch nennen CLV, Customer Lifetime Value. Wie viel ist denn der Kunde über sein Leben wert? Das sind Zahlen. Mathe sind Zahlen. Wer die Zahlen nicht kennt, hat ein Problem. Und es ist so einfach, sie zu kennen, weißt du? Das nächste, was sich herauskriegt aus dem Marketing, ist die Denkweise, es muss alles schön sein. Boah, wie oft ich das höre. Es muss alles schön sein. Was meine ich eigentlich mit schön? Nun, mit schön meine ich die sogenannten, zum Beispiel, Conversion Assets. Ich erkläre euch, was es ist, ja. Conversion Assets im Vertriebsprozess. Online wie offline Prozess. Conversion Assets im Vertriebsprozess. Also, viele denken ja, es muss alles hübsch aussehen. Erst kommt Design und dann kommt lange Zeit nichts und dann kommt vielleicht mal, dass wir uns darum kümmern, dass Umsatz reinkommt. Ich will dazu nur sagen, ich bin kein Feind von Design. Ich mag das auch. Aber Design zahlt nicht deine Rechnung. Design zahlt auch nicht das Butterbrot, was bei dir am Tisch steht abends. Kunden zahlen das. Und zu Kunden kommst du über Vertrieb. So, Vertriebsprozess. Was ist das? Vertriebsprozess ist eben der Prozess von jemand sieht dich zu jemand kauft. Okay, cool. In diesem Prozess gibt es verschiedene Stufen. Da gibt es aber auch Conversion Assets. Was sind Conversion Assets? Das sind Bestandteile in deinem Vertriebsprozess. Das kann deine Webseite sein, das können Landingpages sein, das können E-Mails sein und. Okay? Ganz ehrlich, meine Regel heißt, Design folgt Conversion. Nicht andersrum. Viele denken aber, nein. Erst Design, dann Conversion. Kannst du machen, ist halt Kacke. Weil du im Zweifel immer gegen Leute verlieren wirst, die Conversion beherrschen. Und die wissen, es muss nicht schön sein. Schau dir doch mal die guten alten Direktmarketing-Instrumente an. Das Zeug ist ja von 1920, uralt. Die sind nicht schön, weil schön nicht verkauft. Da ist das Ziel nicht, es muss schön sein. Das Ziel ist, die Leute sollen reagieren. Das Distanzmarketing, insbesondere Online-Marketing, musst du die Menschen über die Distanz dazu bringen, bei dir zu kaufen. Distanz
Marketing. Und das kriegst du hin, nicht durch Schönheit, sondern durch Ansprache, durch Value, durch Nutzenkommunikation, durch Auffälligkeit. Da kann auch ruhig mal was gelb unterstrichen sein, selbst wenn dieses Gelbe hässlich ist und überhaupt nicht in deinem CI vorkommt, in deiner Corporate Identity oder in deinem Corporate Design. Und jeder sagt, oh nein, das kann man nicht machen, sieht so hässlich aus. Ja, Jod, aber wenn es doch besser konvertiert, dann ist das der bestimmende Faktor. Conversion bestimmt. Punkt. Und deswegen ein Riesenfehler zu denken, es muss immer alles schön sein. Ist nicht der Fall. Ich sage auch nicht, das Gegenteil ist der Fall, es muss alles hässlich sein. Das sage ich auch nicht. Aber es muss auch nicht alles schön sein, okay? Es muss funktionieren. Das Vierte. Was ist das Vierte, was dich aus deinem Marketing rauskicken wird und dafür sorgen wird, dass es nicht funktioniert? Schau, Marketing ist nicht nur Ads schalten und Neukunden gewinnen. Okay? Also zu denken, nur Ads und Neukunden, dafür ist, da mache ich Marketing. Das ist Quatsch. Damit wirst du scheitern. Marketing ist viel mehr. Marketing ist eben nicht nur, wie du deine Angebote verkaufst, sondern Marketing ist auch, wie sich jemand bei dir am Telefon meldet, wie du mit Kunden kommunizierst oder mit potenziellen Kunden. Marketing ist aber auch sogar, Achtung, deine Firmenkultur, wie ihr miteinander umgeht, eure Werte, das gehört auch zum Marketing. Marketing ist aber auch, Achtung, Marktforschung. Marketing ist Marktforschung, das gehört da rein. Marketing ist Kundenanalyse. Genau zu verstehen, wer ist es, warum ist es so. Das ist alles Marketing. Marketing ist aber auch USP-Definition. USP-Definition, aber auch ganz ehrlich, das ist ja nicht einmal definiert und dann ist Feierabend. Verfeinerung, das weiterzuentwickeln. Das ist alles Marketing. USP, Unique Selling Proposition, also das, was dich einzigartig macht, sozusagen dein Alleinstellungsmerkmal, okay? Das alles ist Marketing, dann aber auch Preisdefinition, ja, das ist ja auch eine Wissenschaft für sich, Preise und Preisdefinition und Anpassung und, das ist alles, gehört ins Marketing, genauso wie aber auch, Achtung, und das ist mega wichtig, ein System schaffen, Achtung, für, und jetzt kommt es, nicht nur Neukunden, sondern Achtung, Folgekäufe. Das ist Marketing. Vergessen wir noch ganz, ganz viele. Und da komme ich auch gleich jetzt direkt bei meinem fünften und letzten Punkt dazu. Ja, System schaffen für Folgekäufe. Und das ist das fünfte. Und das lautet Bestandskunden vergessen. Ja, Bestandskunden vergessen, beziehungsweise bestehende Kunden vergessen. Das sind nicht Dinge, wo ich sage, ey, mach das, du musst bestehende Kunden vergessen, sondern so um es dein Marketing zu versagen. Du versagst in deinem Marketing, wenn du bestehende Kunden vergisst. Warum? Achtung, jetzt wird es wirklich spannend. Einen Neukunden zu gewinnen ist 6-mal teurer, als einen bestehenden Kunden dazu zu bringen, nochmal zu kaufen. Uralte Regel. Uralte Regel ist nichts Neues. Dennoch vergessen das ganz, ganz viele. Das ist so anhauen, umhauen, abhauen, weißt du, so ein neuer Kunde kommt rein, alles gut, willst kaufen, willst nicht kaufen, nicht, tschüss. Nee, aber wenn er gekauft hat, ganz ehrlich, kümmert dich doch mal um den. Das ist ja wie eine Beziehung, ja. Das heißt also, bestehende Kunden sind aus meiner Sicht deine wirkliche, wahre Goldmine. Nochmal, ich habe gerade gesagt, neue Kunden zu gewinnen ist 6-mal teurer, als bestehenden Kunden zum Wiederkauf zu bringen, ja. Deswegen, das ist deine Goldmine. Bring sie dazu. Was ist der leichteste Weg, einen Kunden dazu zu bringen, nochmal zu kaufen? Ganz ehrlich, frag ihn, frag sie. Wie geht das? Mehr Kontakt bringt mehr Geschäft. E-Mail-Marketing, Aktionen und so weiter. Aktionen und Anlässe. Okay? Weil, wenn du willst, dass ein Kunde nochmal bei dir kauft, dann schaffe einen Anlass und lade den Kunden ein. Boom. Das ist wie Freunde gewinnen. Wenn du irgendwo neu bist, willst Freunde gewinnen, kennst ein paar Leute, machst du heute Abend, ey, Spaghetti essen bei mir, lädst sie alle ein, danach hast du Freunde. Das ist ganz einfach. Kundengewinn funktioniert genauso. Das waren jetzt mal so 5 Wege, ja. Das ist alles wahrscheinlich keine Rocket Science, alles nicht so, oh, aber vielleicht waren so ein paar Impulse dabei, was, ach stimmt, cool, da könnte ich auch noch drüber nachdenken, wie ich das bei mir nochmal ein bisschen vertiefe, doch nochmal aufgreife, weil viele, naja, kennt sich aus meiner Sicht nicht wirklich gut aus mit Marketing. Marketing ist Kunden kaufen. Punkt.
für weniger Geld, als du ausgegeben hast. Wenn du mit dem Kunden mehr Geld verdienst, als du ausgegeben hast, bist du profitabel. Und profitabel zu sein, ist wirklich schön. Und das wünsche ich dir. Sei profitabel. Das Ding hier heißt mehr Geschäft und nicht mehr, keine Ahnung, wie es geht, aber gucken wir mal. Oder mehr gute Ideen mache ich auch nicht. Nein. Umsetzung bringt dich dahin und du sollst mehr Geschäft machen, du sollst mehr Gewinn machen. Dazu gehört Marketing. Und von daher, wenn es gefallen hat, gib dem Video mal einen Daumen nach oben. Würde mich sehr darüber freuen. Abonniere diesen Kanal. Auch wichtig. Ja, abonnieren. Dann kriegst du immer neue Videos. Und hinterlass mir gerne einen Kommentar, was du dazu denkst, wie du das gefunden hast, ob es dir gefällt. Gib mir einen Daumen nach oben und. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Ciao.